Jens Grabo ist leidenschaftlicher Modellbahnfan aus dem tiefsten Ostdeutschland. So, hallo Freunde und Modellbahnkumpels. Aus völlig unerfindlichen Gründen wird er mit einem Shitstorm konfrontiert, in dem viele Menschen ihm gegenüber ausfallend werden und ihn beleidigen. Dabei schrecken die besonders skrupellosen Hater auch nicht davor zurück, Katalogmaterial aus dem Internet an Jens' Adresse zu bestellen. Erster Punkt. Harter. Es ist in der letzten Zeit etwas passiert, was Herr Grabo nicht mehr gut findet. Und wo man sagt, seid ihr noch normal? Folgendes ist passiert. Herr Grabo bekam Post. Und zwar Post vom Reisebüro. Und zwar war in dem Reisebüro Folgendes abgeschickt worden. Reisen nach Hamburg für Rollstuhlfahrer. Reisen nach Kiel für Rollstuhlfahrer. Ha, ha, ha. Wird Jens einen Ausweg aus seiner Situation finden? Um seinem Unmut über seine Gegner Ausdruck zu verleihen, zieht Jens seinen Freund Haterteufel hinzu. Mit diesem führt er viele aufschlussreiche Gespräche über seine Lebenssituation. Aber wenn du als Deutscher deine Meinung sagst, also du, Deutscher, ne? Du bist ein Deutscher? Ja, ich bin Deutscher, richtig. Dann passiert genau das, was jetzt auf Facebook passiert ist. Etwas speziell wirkt Jens Vorliebe für rechtes Gedankengut. Während er versucht, mit ausländerfeindlichen Parolen sein Land gegen fremde Einflüsse zu verteidigen, lässt er jegliche Rechtschreib- und Zeichensetzungsregeln außer Acht. Die können posten, was sie wollen, unsere Muschelmänner. Ich sag's dir so, wie es ist im Video. Ist mir völlig egal. Ich bin gerade auf 180. Doch stürzen wir uns nicht nur auf die negativen Aspekte. Auf seinem YouTube-Kanal beschäftigt er sich nicht nur mit Modellbahnen, sondern auch mit echten Zügen. Dabei versucht er mit seinen Zuschauern die Begeisterung hierfür zu teilen. Vielleicht weiß ja einer, was das hier ist. Ach du Scheiße, da stehen ja Waggons. Leute, hier stehen Waggons. Mal mehr und mal weniger erlaubt, betritt er dazu auch Gleisanlagen, die dem normalen Reisenden im Regelfall keinen Zutritt erlauben. Manchmal steht ihm sein Nachbar mit seinen Qualitäten als Kameramann zur Seite. Guckt euch mal den Baum an, mitten zwischen den zwei Schienenschwellen. Krass, ne? Geil. Die Natur holt sich alles zurück. Also wenn hier ein Zug drauf fahren würde, der würde sofort entgleisen, weil die Schwellen total tot sind. Die sind tot, sind die. Da Kritik an der progressiven Kameraführung seines Nachbarn laut wurde, hat er sich zurückgezogen, was von Jens in DDR-Manier sanktioniert wurde. Mein Nachbar hatte ganz plötzlich Kopfschmerzen. Und dann habe ich mir gedacht, tja, wenn du Kopfschmerzen hast, mein Freund, dann brauchst du auch kein Internet. Und dann habe ich kurzerhand das Internet gekappt. Denn wer Kopfschmerzen hat, der kann schlafen. Weniger erfolgreich sind Jens Bemühungen, die Behörden auf seine Hater anzusetzen, welche ihn außer mit Prospekten und Warenproben auch mit Naturalien Freihaus bedacht haben. 10-mal am Wochenende kam der Pizzaservice. Und eins steht fest, Montag geht Herr Grabo zur Polizei. Jens' Modellbahnanlage ist sein größter Stolz. Mit viel Liebe zum Detail gestaltet er mit viel Mühe und großen Mengen Rollmaterial seine kleine Welt im Maßstab 1:160, in welcher er die kleinsten Details berücksichtigt. Es geht. Ja, wenn das doch so schön mit den IC-Wagen ginge. Ach ja, das wäre so schön. Geht aber nicht. Nicht nur in Sachen Modellbahn, auch im Maßstab 1:1 beweist Jens stets aufs Neue enormes technisches Geschick. Da ist die Sicherung, die immer rausfliegt, die habe ich jetzt wie gesagt überbrückt. Ich weiß, dass das nicht legal ist, aber es ist mir scheißegal, denn irgendwie muss ich ja hier dafür sorgen, dass ich auch mal Strom habe, ohne dass ständig irgendwas rausfliegt. Ne? So. Der einzige Sicherungskasten, der hier noch im Originalzustand ist, von 1983, das ist meiner, und ein Suffkorb unten im Erdgeschoss. Ein solcher Tausendsasser müsste zu Zeiten des Fachkräftemangels eigentlich Karriere machen. Doch das ist ihm leider nicht geglückt. Schuld daran sind mal wieder die Wessis. Ich hatte dort eine Ausbildung angefangen als Werkzeugmaschinenspanner. Ja, und da haben sich ein paar von diesen tollen, sag ich mal, westdeutschen Bürgern gedacht, mich fertig zu machen, indem sie meine Arbeit sabotiert haben. Da hat sich so ein netter westdeutscher Kollege oder Mitarbeiter gedacht, weißt du was, da spiele ich den Grabo einen Streich und hat in der Pause, wo ich dann essen war, jedes Prüfstück genommen und ein Loch reingebohrt. Er meinte dann wortwörtlich, ach komm Grabo, das machst du doch ganz gut, du Mäusi. Immer drüber gepustet und schon sind die Löcher weg.
Und dann habe ich so ein Prüfstück genommen und habe es ihm an die Birne gefeuert. In Jens' Modellbahnwelt hatte es jedoch zum Lokführer und Fahrdienstleiter gebracht. Damit hat er zumindest auf seinen 3 Quadratmetern Sperrholzplatte beruflichen Erfolg. Gut, dann haben wir das erstmal erledigt. Was wird jetzt weiter? Ach so, ja. Peter, wie sieht's denn aus? Hast du Zeit? Wie habe ich Zeit? Ich trinke jetzt gerade meinen Kaffee. Du musst jetzt die 220 musst du dahin fahren. Der Güterzug wartet auf dem Hauptgleis, der muss weg. Ob Jens eines Tages aus seinen Fehlern lernen wird, wir bleiben gespannt.